Mit einem Bündel an Maßnahmen wollen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Bauministerin Clara Geiwitz präsentiert im Kanzleramt die Ergebnisse des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum. In dem Bündnis sind neben der Bau- und Immobilienbranche auch Mieterverbände und Umweltschutzorganisationen vertreten. Wer 400.000 Wohnungen bauen will, muss auch dazu beitragen, dass die Rahmenbedingungen dafür stimmen. Wir brauchen also mehr Produktivität im Wohnungsbau. Wir müssen dazu beitragen, dass schneller gebaut wird, dass aber auch kostengünstiger gebaut wird. Serielles und modulares Bauen ist dazu ganz, ganz wichtig. Und dazu werden auch die Landesbauordnung geändert werden müssen. Außerdem soll verstärkt auf den Klima- und Ressourcenschutz entlang der Bauprozesse geachtet werden. Wir wollen natürlich nicht immer mehr Fläche zubauen mit unseren neuen Wohnungen, sondern dass wir vorhandene Potenziale nutzen. Das eine ist die Innenverdichtung, ein ganz praktischer Punkt, den Sie hier von den 187 Maßnahmen finden werden, ist zum Beispiel die Frage, dass wir nicht immer mehr Stellplätze brauchen, wenn wir im Innenstadtbereich nachverdichten. Eigentlich hat sich der Bund vorgenommen, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Dieses Ziel sei bei steigendem Bedarf notwendiger denn je. Im Bericht des Bündnisses gestehen die Akteure allerdings ein, dass dieses Ziel ambitioniert sei.